Derweil stapfen Bernd und Christian durch den Wald heran. Oh, wo kommt die denn her? Durch den Wald? Schau mal, da ist es. Zu Hause war Ryan. Schöner Hof. Gefällt mir. Ja, also Tag 3. Man merkt es ein wenig in den Knochen. Aber wir sind da frohen Mutes und Hunger haben wir definitiv. Wie Marlene und Tobi. Super schön hier, gell? Ich wusste gar nicht, dass es sowas zwischen Münster und Osnabrück überhaupt gibt. Ja, absolut. Total klasse. Das hat sich wohl auch Ryan gedacht, als er hier zugeschlagen hat. Die Schlacht kann beginnen. Meine Lieben, herzlich willkommen. Moin. Grüß dich. Tag 3. Ich hoffe, ihr seid ausgeschlafen, habt Hunger mitgebracht. Genießt die Auszeit im Grün und dann sehen wir uns gleich. Danke. Danke. Meine Lieben, die Küchenmesser sind geschärft. Die Kellner haben ihre Kellnermesser geschärft. Und den Sieg holen wir uns heute auf jeden Fall nach Bad Dieburg nach Hause. What the fuck? So, eine Lokalrunde Staunen gefällig. Wow, wow, ein Gutshof. Wahnsinn. Aber was für einer. Ihr seid echt platt, oder? Alter Schwede. Wow. Super schön. Geile Kombination. Echt? Dieser Break mit den modernen Möbeln, das ist der Hammer. Es ist der Hammer. Aber ist klar, ne? Man schürt natürlich jetzt auch so eine gewisse Erwartungshaltung und das muss man jetzt erst noch mal abliefern. Dein Service-Eindruck, Marlene? Ich fand's super, ich habe die Speisekarte offen gekriegt. Aber schau mal, die achten natürlich jetzt heute am dritten Tag auch schon alle auf die ganz kleinen Details. Speisekarte geöffnet dem Gast zu präsentieren, signalisiert einfach, hey, ich bin auch für dich da. Ich möchte dir gerne irgendwie Arbeit abnehmen. Du musst dich jetzt entscheiden für was du möchtest, aber den Rest mache ich. Ich habe sie nochmal zugeklappt, habe sie mir angeschaut. Die Pappe von außen fand ich nicht so schön. Das Papier, 120 Gramm, würde ich sagen, geil. Ein bisschen viel Text. Oder? Das ist viel Lesestoff, ne? Ja, ne? Also ich finde das Ganze gut. Es ist ein Mehrwert. Und wie gesagt, es ist ein Angebot. Und die Jungs und die Dame dürfen sich ja jetzt entscheiden, ob sie es annehmen oder nicht. Bernd, wenn du mit mir jetzt hier alleine essen gehen würdest, würdest du das ganze Buch lesen? Zeig mal. Ich bin ja nicht so gesprächig. Also die Hälfte der Karte würde ich kennen, oder? Ja, siehst du. Zeit für die Bestellung. Liebe Profis, seid ihr fündig geworden? Wir haben uns was ausgesucht, ja. Ja, bin ich mal gespannt. Zu einem ihrer drei Wunschgänge hat Marlene allerdings noch eine Frage. Das Iberico-Schnitzel hätte ich ganz gerne im Hauptgang. Ist das paniert bei euch? Also von Haus aus ist es paniert, ja, aber wir können es natürlich gerne ohne Panade machen. Das ist absolut kein Problem. Hier muss man vielleicht fachlich einmal noch reingrätschen und muss sagen, es heißt gar nicht Panade, sondern es heißt fachlich richtig die Panierung, das Mäntelchen drumherum. Und ich habe jetzt gar nicht kapiert, ob Marlene es mit oder ohne Panierung bestellt hat. Da hätte ich ganz gerne das Iberico-Schnitzel ohne Knusper um eine Schnitzel. Und warum? Marlene will das, glaube ich, nur aufs Fleisch beziehen, damit dieser Iberico-Geschmack nicht beeinflusst wird von der Panade. Ich glaube aber nicht, dass die Panade wirklich einen Abbruch hat. Ja, auch das ist, der Gast ist König, wie man so schön sagt. Ja, ohne Panade, Schnitzel, habe ich noch nie gehört. Kann ich mir geschmacklich überhaupt nicht gut vorstellen. Ich hoffe, dass unser Philipp das gleich irgendwie ein bisschen rausreißen kann. Philipp ist der Küchenfels in der Brandung und lässt sich durch Wunschkonzerte nicht aus der Ruhe bringen. Aber vielleicht durch die Küchenbesucher Marlene und Tobi. Hallo. Hi, hi. Moin. Mach mal so. Moin. Ich bin der Tobi. Hi. Hallo, ich bin der Philipp. Philipp! Philipp! In der Küche. Voll süß. Philipp. Riesig. Zartes Reh. Zart. Voll genial. Na? Und wunderschöne Augen. Der Jungkoch mit den wunderschönen Augen widmet sich gerade Bernds exquisiter Vorspeise, Saltimbocca von der Jakobsmuschel. Dann kommt unsere Jakobsmuschel dort rein und wird final gerollt. Der Philipp erinnert mich total an mich. Nicht nur, weil wir so ungefähr die gleiche Statur haben, nee, aber auch tatsächlich von seinem Typ her. Ich mag Menschen, die sich mit ihrem Fach beschäftigen und das macht er absolut. Oh, ich glaube, der Tobi mag den Philipp, ne? Ryan präsentiert derweil Christian und Bernd seine Ländereien. Das ist hier unser Kräuter- und Gemüsegarten im Sommer. Sieht jetzt im Winter natürlich leider ein bisschen trist aus. Toll. Also das hätte, glaube ich, jeder Koch ganz gerne so, seinen eigenen Gemüse- und Kräutergarten direkt vor der Haustür.
Platz genug ist ja, ne? Jo, weiter geht's. Was meinen die Jungs? Ja, eigener Kräuterkarten, geile Sache. Also einfacher geht es ja nicht. Frische, leckere Kräuter und dann direkt vor der Haustür, die einen im Grunde nichts kosten. Besser geht's ja nicht. Der Schinken ist jetzt schön geröstet schon und unser Salbei hat auch schon eine Hitze abbekommen und dass er seine Aromen entfalten kann. Das Ganze kommt noch ein kleines Stück Butter dazu. Klein? Das ist das Stück Butter, was ich erwarte, wenn wir von einem kleinen Stück Butter sprechen. Es macht die Sachen einfach noch leckerer und von dem her, man könnte vielleicht wirtschaftlich mit erhobenem Zeigefinger sagen, ja, es hätte die Hälfte auch gereicht, aber ich glaube, man ist dann einfach so Koch und ich gehöre auch dazu, wir Köche schmeißen dann gerne mal mit Butter um uns. Draußen geht's in der Zwischenzeit um Pferdestärken. So, einmal alle Pony reiten, das ist unser Horst. Ja, guckt auch gleich schon direkt zu uns rüber. Den haben wir uns letzten Spätsommer gegönnt, einfach als Attraktion für uns. Und ich wollte auch schon immer mit meiner Frau zusammen einen Pony haben. Der ist einfach zu viel mit diesem Robin Schulz durch die Welt gereist, ne? Irgendwas abgefärbt. Horst wäre super. Horst. Das kleine Pony. Also meine Tochter wäre ganz begeistert davon. Wäre sehr wahrscheinlich direkt Sabrina. Ne? Lässt das Auto stehen, hüpfst du drauf, ab nach Münster damit. Ja, würdest du jedem Kinderherz sehr wahrscheinlich einen großen Gefallen tun. Jungs, genug geschnackt, es ist kalt. Vorspeise ist bestimmt auch schon gleich ready. Let's go. Ich freue mich, ich habe schon Hunger. Perfektes Timing, denn Philipp richtet bereits an. Dann nehmen wir noch mal unsere schöne dunkle Butter, die jetzt völlig an Geschmack ist, und marinieren die Kresse ein bisschen. Das fand ich echt gut. Also da zeigt sich wirklich noch mal der Handwerker raus, weil diesen Kresse-Salat einfach nur oben drauf gesetzt. Das schmeckt einfach schnell nach Urwald und ist so ein bisschen unidentifizierbar. Und aber meinst du nicht, wenn du diesen frischen Kresse-Salat in dieses heiße mit marinierst, findest du nicht, dann ist das Knackige von diesem Kresse-Salat eigentlich weg? Nein. Okay. Dann haben wir hier unser Gericht fertig. Das ist das Saltimbocca von der Jakobsmuschel mit einem pikanten Bohnensalat und einem Paprika-Konfit als Dip. Philipp finde ich ein Knorke-Typ. Ihm sieht man absolut an. Er ist ein toller Handwerker mit Leidenschaft. Der macht das auch nicht nur, weil er nichts anderes kann, sondern weil er das wirklich gern macht. Schauen wir mal, wie es den Jungs so schmeckt. Ich kann es ja leider nicht probieren, aber es ist einfach auch von der Präsentation her modern, es ist schön. Und der Philipp, der lebt diesen Kochberuf irgendwie und das finde ich toll. Meine Lieben, wir haben etwas für eure Gaumen. Der erste Gang im Pfeffer und Minze. Die Frühlingsrolle mit Grünkohl kullert auf direktem Wege zu Christian. Tobi möchte sein Menü mit rohen Sitten, also irischem Beef Tartar, starten. Dem Saltimbocca von der Jakobsmuschel widmet sich Bernd nun genüsslich. Und Marlene gönnt sich die Vorspeisenvariation für eine Person. Die Kontrahenten schlemmen drauf los, nur Bernd ist ein bisschen irritiert. Ich bin von vornherein so geimpft, dass ich denke, das muss richtig gut sein. Ja, sie ist nicht mehr ganz so schön glasig. Jetzt war natürlich bei der Jakobsmuschel noch der Parmamantel drumherum, welcher die Hitze in der Jakobsmuschel speichert und wahrscheinlich auch den Gargrad noch ein bisschen weiter getrieben hat, was halt dazu führte, dass das Glasige nicht mehr vorhanden war und die Jakobsmuschel ein bisschen zu weit war. Ganz ehrlich, da die Jakobsmuschel eigentlich die Hauptattraktion auf dem Teller war und wirklich ein gutes Produkt ist, war das sehr enttäuschend. Oha, kein überragender Einstieg. Kann Christians Röllchen denn Frühlingsgefühle wecken? Die Frühlingsrolle war sehr knusprig, der Grünkohl da drinne mit den Karotten, super Kombination, hat lecker geschmeckt, kann da nichts gegen meckern. Bei den Radieschensalat, da fehlt mir sowohl die Süße, sowie die Säure, also der schmeckt einfach nach gar nichts. Und die Erdnusscreme ist gelungen. Passt auch zu der Frühlingsrolle. Ich persönlich hätte vielleicht mit den Radieschen einfach ein bisschen Zitrone, ein bisschen mehr Kick da drauf gemacht, weil es schmeckt einfach noch nichts. Also von 1 bis 10, klar, mir fehlt dann in der Vorspeise im Endeffekt die Säure. Ich zahle hier einen guten Preis und die Messlatte war hoch, ist es dann so eine 7 bis 8, aber mehr so eine 7 plus. Ich weiß jetzt noch nicht, ob die Jungs vielleicht heute irgendwie ein bisschen zu kritisch rangehen, weil sie so geflasht sind von diesem Ambiente. Oder ob es wirklich so ist, wie sie sagen.
Jetzt reden wir über so diese Feinheiten, aber diese letzten 10% sind ja bekanntlich die schwersten. Von dem her bin ich sehr gespannt, was Marlene jetzt zu kritisieren hat. Ist die gute Marlene gnädiger mit Philipps Kreation? Ich habe die Vorspeisenvariation. Ich fange mal bei dem leichtesten an, bei den Süßkartoffeln. Super gut, knackig, nicht matschig. Wenn man die hier noch mal aufspießt und durchschneidet, man merkt halt wirklich, er ist super schön gearbeitet. Die Kombination zwischen dem Ziegenkäse und dem hausgemachten Feigensenf, Feigenchutney, super. Das Feigenchutney ist super verarbeitet. Da fehlen ein bisschen diese Würfel, die man normalerweise bei so einem Chutney hat. Aber es schmeckt super lecker. Also, das passt. Beim Vorspeisenteller hätte ich mir einfach gewünscht, dass das eine Variation der eigenen Vorspeisen sind, die einfach so noch mal drauf sind. Nicht noch mal einen extra kreierten Vorspeisenteller. Sag mir noch mal eben, stand das denn so auf der Karte? Also war das, stand drauf, was es dazu gibt? Oder war das wirklich offen gelassen? Das habe ich gar nicht mehr offen. Ah, okay. Du musst mal glauben, dann erfüllt sich das. Zudem war geschmacklich für Marlene ja alles fein. Da sind wir schon wieder. Hi. Kommen wir mal zum ernsten Teil. Hallo. War das was für euch? Gute Frage. Ryan muss sich jetzt auf etwas gefasst machen. Bernd, fang mal an. Ja, also, ich muss sagen, die Teller, als sie auf den Tisch kamen, super schön angerichtet. Sah aus wie gemalt. Mit dem Parmaschinken und dieser Paprika-Chili-Soße ist leider der Geschmack von der Jakobsmuschel weg. Das überdeckt einfach den Geschmack von dieser Muschel. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste auf diesem Teller, die Muschel. Wenn man vorher es liest, dass es als Salty Bocca angeboten wird, dann muss einem bewusst sein, dass auch der Schinkengeschmack und auch der Salbei und auch eine Säure mitspielt. Was so beim ersten Bissen fand ich es auch noch total lecker, beim zweiten Bissen, beim dritten Bissen hat man dann relativ schnell gemerkt, dass es insgesamt von der Würze zu viel ist. Die Zwiebel ist roh und was sehr viel, sehr hoch dosiert ist, ist der Senf, der insgesamt den gesamten Geschmack eigentlich überlagert. Mit dem Senf könnt ihr recht haben, müssen wir ein bisschen weniger machen, aber der Rest war tipptopp. Was stellt ihr euch denn vor? Wie können wir das wieder bei euch gut machen? Habt ihr einen Wunsch? Ja, also wenn Ryan schon fragt, wie er es wieder gut machen kann, dann nehme ich einfach die Hälfte von dem Hof hier. Okay, vielleicht kommt er aber dann doch auch mit ein paar Schnäpsen um die Ecke später. Die Hälfte vom Hof wird es nicht geben, Bernd. Da bin ich jetzt gerade etwas überrumpelt, habe ich keine spontane Idee. Lasst euch was einfallen, wenn ihr Lust habt. Machen wir. Und schon hat er sie wieder am Haken. Elegant gelöst und dafür, lieber Ryan, meine Komplimente. Im abendlichen Pfeffer und Minze sorgt vor allem Philipp für Gesprächsstoff. Der Philipp ist 21 und für so einen jungen Koch ist das natürlich heute nicht nur eine Challenge, sondern für den ist das natürlich weltbewegend. Ich glaube, die gehen da wieder zurück in die Küche und denken sich, jetzt kommt der Hauptgang und wenn wir das jetzt hier verkacken, also ich denke mal, die geben jetzt hier richtig Vollgas, ne, damit er jetzt muss ja was kochen. Sportlich nehmen, nächste Runde rocken wir. Genau. Ich würde jetzt einfach nur dem Philipp wünschen, das ist in so jungen Jahren nicht einfach, so eine Kritik jetzt auch erstmal zu schlucken, dass er jetzt wieder die Arschbacken zusammenkriegt und dass er 4 geile Hauptgänge raushaut. Und das unter Beobachtung. Moin Philipp. Moin. Hi Philipp. Hauptgänge stehen an. Was machst du genau, heute? Genau, Hauptgänge stehen an. Für die Kalbsbeinscheibe gibt es als Sättigungsbeilage ein Morchenrisotto. Okay. Das würde ich heute mit euch zusammen machen. Ja, sehr cool. Genau. Man darf jetzt nicht vergessen, also der hat gerade richtig auf die Fresse bekommen und steht aber jetzt wieder da, fast wie in einem Kochstudio, in Profimanier und erklärt den Kollegen, wie man jetzt Risotto ansetzt. Also dafür wirklich auch Chapeau. Zunächst Zwiebeln anschwitzen. So, dann haben wir unseren Risotto-Reis. Das ist ein Langkornspitzenreis aus Frankreich. Der ist sehr geeignet dafür. Mhm. Davon machen wir was rein. Der wird mit angeschwitzt. Den Reis nun unter ständigem Rühren glasig dünsten und dann etwas Brühe zu gießen. Eine feine Brühe ist die zweitwichtigste Risotto-Zutat. So, unser Risotto ist jetzt passend. Jetzt müssen wir das nur noch vollenden. Okay. Dafür stellen wir es einmal ein bisschen an die Seite. Da habe ich eine Pfanne. Die wird erhitzt. Kommt ein bisschen Öl rein. Mhm. Jetzt kommen wir nämlich zu unseren Morcheln. Morcheln ist ein sehr teurer Pilz. Ich habe den jetzt schon mal gehackt. Okay. Der Morchel, ist das jetzt ein frischer oder ist das TK? Wir haben ein TK-Produkt gewählt, okay, weil es einfach zurzeit keine frischen Morcheln gibt. Ja.
Ich würde jetzt einfach sagen, statt auf ein Tiefkühlprodukt zurückzugreifen, wenn es die Saison nicht ist, dann schreib es auch nicht auf deine Karte. Dann mach ein Champagner-Risotto, ein Spinat-Risotto, ein Tomaten-Risotto, wie auch immer. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, da kann man die Meuchel auch weglassen und muss sie nicht tiefgefroren kaufen. Und dann können wir alle mal probieren. Ja, sicher. Gerne. Danke dir. Einmal mit dem Löffel rein dürfen wir, das zweite Mal dann bitte nicht. Sehr gut. Und Jungs, wie mundet so abseits der Hygieneregeln? Das Risotto schmeckt lecker, schön schlonzig gewesen, schön Parmesan-Geschmack dran gehabt. Die Morcheln waren auch zu schmecken. Hat sehr gut geschmeckt. Sehr lecker. Schmeckt lecker. Sehr schön. Das freut mich. Dankeschön. Nachdem ich es probiert habe, würde ich schätzen, dass auch Tobi davon begeistert sein wird. Dann ist er schon echt eine Marke, ne? Philipp hat es echt gut hingekriegt. Den Pfeffer- und Minzegästen steht ein furioser zweiter Gang bevor. Aber kann dieser den ersten vergessen machen? Wir werden sehen. Wir wären soweit mit der Hauptspeise. Ja, dann mal los. Das Johnstone Rumsteak mit Kräuterkruste knuspert Christian. Bernd bekommt, wie unser Profi, den Hirschrücken im Nussmantel. Das Iberico-Schnitzel Natur wandert ohne Panierung zu Marlene. Und Tobi kostet die Kalbsbeinscheibe mit Morchelrisotto und Knochenmark.